Das Bundesverkehrsministerium hat einen mutmaßlichen Reichsbürger vom Dienst suspendiert. Gegen den Beamten sei eine Disziplinarklage mit dem Ziel der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis eingereicht worden, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle an das Bundesinnenministerium. Demnach arbeitete der Beamte bislang für das Bundeseisenbahnvermögen. Die dem Verkehrsministerium unterstellte Bundesbehörde ist Dienstherr der Deutschen Bahn und betreut etwa 173 000 Versorgungsempfänger. Sie ist unter anderem verantwortlich für die Verwaltung von Versicherungs- und Rentenansprüchen. Wie viele Reichsbürger derzeit in Deutschland insgesamt im Staatsdienst beschäftigt sind, weiß das Bundesinnenministerium dem Bericht zufolge nicht. Angaben zu Verdachtsfällen aus den Ländern werden durch den Bund nicht erhoben und sind daher nicht bekannt, wurde aus der Antwort an die FDP zitiert. Der FDP-Innenexperte Kuhle forderte die Bundesregierung auf, Klarheit über die genaue Zahl von Reichsbürgern in der öffentlichen Verwaltung zu schaffen. Er warf der Regierung vor, keinen Überblick zu haben. Dass Reichsbürger im öffentlichen Dienst beschäftigt seien, dürfe der Staat nicht hinnehmen. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und gehen davon aus, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert. Einige Anhänger vertreten rechtsextremistische Positionen. Die wachsende heterogene Szene wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Nach Spiegelinformationen stehen Dutzende Beamte der Reichsbürgerbewegung nahe. Erst in der vergangenen Woche hatte die Berliner Senatsschulverwaltung dem Grundschullehrer Nikolai N. gekündigt, bei dem es sich ebenfalls um einen Reichsbürger handeln soll.